gehen. Ich muss gehen? Weißt du, wo du bist? Nein. Keine Ahnung, darum geht's nicht. Warum denn? Ich muss morgen früh raus. Du hast Angst vor ihm. Quatsch. Sechs Stiche. Einer davon in die Lunge. Wann? Ja, so zwischen 2 und 3. Hier, Geldbörse, Handy, alles noch da. Also kein Raubmord? Und keine Vergewaltigung. Die Jungs sagen, sie wären fast über die Leiche gestolpert. Und wann war das? 3:45. Matt, diesen Queer Garden. Da geht Heike öfters hin. Ist gleich hier um die Ecke. Susan, ne? Sagt mir nichts. Sie ist tot. Sie wurde ermordet. Wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg. Scheiße. War sie hier? Ja. Allein?
Sie haben sie The Machine genannt. Ich glaube, die war Kampfsportlerin. Haben Sie gesehen, ob sie alleine weg ist? Die ist immer alleine weg. Lance? Nein, nein, kein Problem. Ich bin sofort da. Das ist das Protokoll, das eine Kollegin heute Nacht im Krankenhaus aufgenommen hat. Heike hat so gegen 2 den Club verlassen. Der Täter scheint gut vorbereitet gewesen zu sein. Ach ja, und er hat Heike eine verdammte Lesbe genannt. Lesbenhasser? Sieht so aus. Die hat die Tatmerkmale auf jeden Fall mit dem BKA. Vielleicht haben die den Kerl in ihrer Datenbank. Den Scheißgeld, den kriegen wir. So, was gibt's? Und sie hat nicht gesagt, wohin. Okay, danke. Heike ist weg. Sie geht nicht ans Telefon, aber ich kann mir denken, wo sie ist. Er hat ein Einhandmesser mit schwarzem Plastikgriff. Damit hat er 6-mal zugestochen. Heike, du solltest jetzt nicht hier sein. Du hast bestimmt nicht gewusst, dass er ein Messer hat. Wahrscheinlich wollte sie mich beeindrucken. Ich mochte sie nicht, deshalb habe ich nie mit ihr geredet. Weißt du was über sie? Sie war Sachbearbeiterin bei der Kfz-Zulassungsstelle. 2-Zimmer-Wohnung in Griffelfing und lebte wohl vor allem für ihren Sport. Ich bring dich jetzt heim. Nein, wir müssen den Tathergang noch mal rekapitulieren. Ich habe bestimmt noch nicht alles gesagt. Wir müssen dann jedes Detail noch mal durchgehen. Gut. Aber zuerst fahren wir zu dir und du ziehst dir was anderes an. Okay? Nicht schick genug. Ich hab dich schon mal eleganter gesehen. Snob.
Wie weit seid ihr? Zunächst mal haben wir abgeklärt, ob es einen Täter gibt, der es speziell auf Lesben abgesehen hat. Ist aber keiner bekannt. Es gibt in der Datei allerdings einige ältere Fälle mit ähnlichen Tatmerkmalen. Dazu müssen wir aber nochmal ins Detail gehen. Okay. Du sagst, wenn es zu viel wird, ja? Bringen wir es hinter uns. Das Labor hat gerade angerufen. Wir haben keine DNA. Der Täter war zu gut geschätzt. Gut. Also. Er hat einen Overall an und eine Maske auf. Was ist mit den Handschuhen? Im Protokoll steht, die waren aus Gummi. So blaue Gummi. Haushaltshandschuhe. Hm. Und der Knebel war aus Frotte. Rosa Frotte. Hat er ein Kondom benutzt? So, und das ist komisch. Was ist komisch? Das Kondom. Bin gleich wieder da. Keine DNA. Bitte mach dir erstmal keine Sorgen, okay? Marcel Richter, verurteilt wegen Vergewaltigung in 7 Fällen. Hat 10 Jahre gesessen, ist seit 2 Monaten wieder raus. Die Tatmerkmale stimmen alle überein. Overall, Maske, blaue Gummihandschuhe. Allerdings, er hat nie ein Kondom benutzt. Er hat dazugelernt. Besorgen Sie einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Marcel Richter? Ja. Vera Landskripo München. Wir würden uns gerne bei Ihnen umsehen. Das Schlafzimmer ist sauber. Sie irren sich, okay? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Einmal schuldig, immer schuldig. 7-mal schuldig wäre richtig. Wie war denn Ihre Nacht? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Sagen Sie doch einfach, was los ist. Wo waren Sie zwischen 1 und 3? Na hier. Zu Hause. Also 9 bin ich mal kurz raus. Nur ums Eck. Hab mir ein Helles geholt. Hm. Schlafbier. Ich habe Wechselschicht. So, um 9:30 war ich wieder hier. Und Sie waren natürlich alleine. Ja. Seit wann haben Sie eigentlich was gegen Frauen, die Frauen lieben? Was? Haben Sie mal eine schlechte Erfahrung mit einer Lesbe gemacht? Wie denn? Ich war im Knast. Da gibt's Sozialarbeiterinnen, Therapeutinnen, weibliches Fachpersonal. Nein, 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 nein. Ich habe eine super Prognose. Ich mache Therapie. Ich habe einen Job. Das mache ich mir doch nicht alles kaputt. Entschuldigung. Ich habe vorhin Ihren Namen nicht richtig verstanden. Vera Lanz. Ja, Frau Lanz. Sie müssen nicht verwechseln. Wen immer Sie suchen, ich bin's nicht. Gut. Dann sehen wir uns morgen um 10 auf dem Präsidium. Kommt, Jungs, wir hören ab. Nee, nie gesehen. Gab es in letzter Zeit irgendwelche Anfeindungen von Männern? Nee, eigentlich nicht. Keine Drohungen, Beleidigungen, E-Mails, irgendwas? Nein, Heike hatte vor kurzem Stress mit so einem Typen, aber das war privat. Sie hatte Stress? Ja, mit dem Mann ihrer Freundin. Nicole Obermeier. Ja, der ist vor kurzem hier aufgelaufen und hat einen auf dicke Hose gemacht, aber ich hab's nur am Rande mitbekommen. Danke. Tschüss. Ciao. Hast du schon mit Nicole gesprochen?
gesagt, dass ich erstmal bei dir bin. Vielleicht sehen wir uns morgen. Weiß Ihr Mann eigentlich über euch Bescheid? Ja, er weiß es. Und jetzt? Das ist mein Problem. Bist du in sie verliebt? Trotzdem nicht meine Entscheidung. Er kämpft also um sie. Ja, bitte mach das nicht. Sorry, muss ich jetzt anklopfen? Vera? Vera! Was ist los? Da war jemand. Niemanden gesehen, gar nichts. Er war da. Trompeter, ich bin's. Fahren Sie zur Wohnung von Marcel Richter und checken Sie, ob er da ist. Und dann rufen Sie mich zurück. Danke. Richter! Du denkst, ich spinne. Wir kriegen ihn. Zoe sagt, du kannst bis zu 3 Stück davon nehmen. Was will er noch? Wieso verfolgt er mich? Will er mich umbringen? Er hat Angst, ich kann ihn identifizieren. Das wäre doch logisch. Das würde heißen, du bist kein Zufallsopfer. Er hat dich gezielt ausgewählt. Er kennt deinen Namen. Und vor allem weiß er, wo du gerade bist. Wie lange weiß Nicoles Mann von euch? Seit 2 Wochen. Vera, er hat damit nichts zu tun. Schlaf erst mal. Vera, bitte. Zieh Nicole da nicht mit rein. Kann ich dir nicht versprechen. Komm, bitte. Steh
Stellen Sie ihm einen Streifenwagen vor die Tür. Die sollen ihn sofort aufs Präsidium bringen, sobald er auftaucht. Danke. Achte auf seine Bewegungen und auf seine Augen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihr nicht helfen. Er war die ganze Nacht unterwegs? Er sagt, er hatte Nachtschicht in der Müllverbrennungsanlage in Unterföhring. Böhmer-Scheck hat das Alibi. Haben Sie mitgekriegt, wie er mich nach meinem Namen gefragt hat? Ja, allerdings. Vielleicht erkennst du seine Stimme. Ich bin ein bisschen müde. Ich würde dann gerne bald mal nach Haus. Setzen Sie sich doch. Sie fühlen sich richtig gut, was? Weil Sie glauben, wir haben nichts gegen Sie in der Hand. Ich habe nichts getan. Wollen Sie mir wirklich erzählen, dass Sie sich im Gefängnis geändert haben? Ja. Haben Sie keine Fantasien mehr, Frauen zu quälen und zu demütigen? Nein. Das hat keinen Sinn. Tut mir leid, das nehme ich Ihnen nicht ab. Ich meine, schauen Sie sich an. Wie kommt es, dass ein so mieses, kleines Würstchen wie Sie mit so einer ausgestellt guten Laune rumläuft? Entschuldigung. Aber man wird doch noch sich freuen dürfen, wenn eine Frau vergewaltigt wird? Sie sind doch sonst eher der depressive Typ. Im Gefängnis haben Sie sogar versucht, sich zweimal umzubringen. Ungefickte Kakerlake. Was? Haben Sie eigentlich noch mal richtig Sex gehabt, nachdem Ihr Mann erschossen wurde? Du miese kleine Ratte, wenn ich dich in die Finger kriege. Für heute Nacht hat er ein Alibi. Wir haben mit seinen Kollegen gesprochen. Tja. Kann ich ja wohl gehen. Wieso können Sie mir eigentlich nicht richtig in die Augen schauen? Na bitte, geht doch. Wiedersehen, Herr Richter. Wiedersehen. Ich will jedenfalls, dass der Kerl observiert wird, und zwar rund um die Uhr. Woher wusste der von der Geschichte mit Ihrem Mann? Keine Ahnung. Das ist jetzt über 9 Jahre her. Und der ist nicht der Typ, der sich im Internet schlau macht. Und wenn Sie zu zweit sind? Ich meine, dass Heike jemanden vor meiner Wohnung gesehen hat, während Richter gearbeitet hat, spricht dafür. Deswegen grinste der auch die ganze Zeit. Weil er dachte, mit dem Alibi letzte Nacht ist er fein raus. Mir gefällt das nicht, dass Richter das mit deinem Mann wusste. Was ist, wenn die es auf euch beide abgesehen haben, ha? Wen könntet ihr euch zum Feind gemacht haben? Bei einem gemeinsamen Fall zum Beispiel? Gemeinsame Fälle hatten wir viele, aber Heike ermittelt ja nicht. Aber sie sagt vor Gericht aus. Das kommt vor. Und was ist mit Ihrem privaten Umfeld? Da gibt's vielleicht jemanden. Wen denn? Ich krieg das erstmal alleine. Da draußen rennen vielleicht 2 Irre rum. Haben wir so viel Zeit? Ich hab's Heike versprochen, Trompeter. Herr Obermeier? Wir machen erst am Montag. Und wann machen Sie normalerweise Feierabend? Wieso? Wollen Sie auf mich warten? Hm. Vera Lanz, Kripo München. Mich interessiert eher, wo Sie gestern Nacht gegen 1 waren. Ich war auf dem Weg nach Hause. Und die Nacht davor gegen 2? Ja, hier. Klaus, hey, hol mal das Fleisch aus der Kühlung. Komm. Geht's um die spezielle Freundin meiner Frau? Gibt es Zeugen dafür, dass Sie vorgestern Nacht hier waren? Na.
Ich habe gehört, Sie kochen gut. Aber Ihre Frau hat Stil. Sie kann mit den Gästen umgehen. Ohne Sie könnten Sie wieder im Brauhaus kochen und sich mit Ihrem Chef prügeln. Was Sie alles wissen, hä? Jedenfalls wäre es eine Katastrophe für Sie, wenn diese Lesbe Ihre Ehe kaputt machen würde. Das haben Sie gesagt. Polizei, red du mit der. Grüß Gott. Grüß Gott. Eine Frage noch, Herr Obermeier. Sie haben doch wegen Ihrer Kokserei 2 Jahre in Stadelheim gesessen. Kennen Sie vielleicht einen Marcel Richter? Nein. Den kenne ich nicht. Ja, du bleibst! Nein, nie gesehen. Haben Sie Ihrem Mann erzählt, dass Heike im Moment bei mir ist? Ja. Warum sollte einer das Risiko eingehen, nach einer Vergewaltigung und nach einem Mord auch noch bei mir zu Hause einzubrechen? Das muss doch jemand sein, der Heike von ganzem Herzen hasst. Ihr Mann ist sehr emotional, sehr eifersüchtig. Mein Mann hat damit nichts zu tun. Ich kenne ihn. Hat er von Ihnen geglaubt, dass Sie was mit deiner Frau anfangen? Das ist ganz was anderes. Sven ist viel zu impulsiv für sowas. Aber auch etwas größenwahnsinnig. Nachts um 2, er verlässt das Lokal. Möglicherweise wieder mal ein bisschen zugeguckst. Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, Frau Obermeier. Ich habe keinen Zweifel. Er ist mein Mann. Und wird es auch bleiben? Weiß Heike das? Wen wollen Sie? Frau Steinbeck erwartet mich. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Danke. Ich komme gleich. Philipp? Was machst du hier? Ich wollte nur schauen, ob du dein Versprechen hältst. Natürlich halte ich mein Versprechen. Deswegen brauchst du mir nicht nachspionieren. Passt so. Ich habe mal ein paar alte Fälle rausgesucht, bei denen Heike und du gemeinsam vor Gericht wart. Der hier ist tot. Den habe ich schon überprüft. Der ist nicht mehr in München. Und der ist zu dick für einen schlanken Mann. An den erinnere ich mich. Das ist Markus Nimczyk. Hat seine Frau vom Balkon gestoßen. Was aber vehement abgestritten hat. Er ist damals nur aufgrund von Indizien verurteilt worden. Und wegen einem Gutachten von Heike. Ja, weil wir uns sicher waren. Aber das ist mindestens 15 Jahre her. Und der Typ war kein Vergewaltiger. Seit wann ist er wieder draußen? Seit 4 Monaten. Hat die ganze Zeit in Straubing gesessen. Und Marcel Richter in Stadelheim. Na, dann laden wir uns die Jungs doch mal ein und reden mit denen. Vera? Kann ich dich gut sprechen? Klar. Danke, Vera. Das war ganz groß. Eifersucht ist ein ernstzunehmendes Motiv. Und deshalb musstest du ihn als gewalttätigen Koks einstellen. Es tut mir leid, wenn Nicole sich deswegen bei dir beschwert hat, aber... Sie hat sich von mir getrennt. Genau das habe ich jetzt noch gebraucht. Hast du den schon mal gesehen in letzter Zeit? Das ist doch dieser Markus, wie ist er? Nimczyk, ja. Nee. Sicher? Der wäre mir aufgefallen. Jetzt warte doch, Heike. Wo willst du denn hin? Nach Hause. Zu mir.
Zu Hause? Im Bett? Wo denn sonst um die Zeit? Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen, was gar nicht so einfach ist nach 15 Jahren im Gefängnis. Nachdem ich alles verloren hatte. Meine Wohnung war fast abbezahlt, mein Versicherungsbüro lief wie geschmiert. Denken Sie eigentlich noch manchmal an Ihre Frau? Sie hören wohl nie auf. Sie sind immer noch der Meinung, dass Sie zu Unrecht im Gefängnis waren? Ja, das bin ich. Wer ist denn Ihrer Meinung nach verantwortlich für dieses Unrecht? Die Justiz. Hier, das ist die Prozessakte von damals. Laut rechtsmedizinischem Gutachten von Frau Dr. Heike Steinbeck weisen zahlreiche ältere Verletzungen darauf hin, dass Elisabeth Nimczyk jahrelang von ihrem Mann geschlagen und misshandelt wurde. Außerdem legen prämortale Hämatome den Schluss nahe, dass es zeitnah zum Tod zu einem Kampf gekommen sein muss. Und so weiter und so weiter und so weiter. Kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass Elisabeth Nimczyk mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Balkon gestoßen wurde. Wenn Ihr Anwalt Sie damals nicht zurückgehalten hätte, wären Sie auf Frau Steinbeck losgegangen. Freund von Ihnen? Wer ist das? Sie können gehen. Sie haben mich nicht gefragt, ob ich alleine im Bett war. Schatz, diese beiden Beamten wüssten gerne, wo ich die letzten Nächte verbracht habe. Zu Hause, bei mir, im Bett. Und Sie sind? Gabi Ross. Sie sind mit Herrn Nimczyk liiert. Verlobt. Dann passen Sie gut auf sich auf. Komm. Grüß Sie, hallo. Hallo. Hey, ich bin's, Vera. Entschuldigung, ich bin nicht allein. Nicole ist nochmal da. Können wir später reden? Ja, klar, kein Problem. Ich gehe was trinken im Gasthaus gegenüber. Meldest du dich? Mach ich. Steinbeck, bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Meeting. Hey Heike, ist alles in Ordnung bei dir? Du ruf mich doch mal kurz zurück, okay? Danke.
David! Ja? Ist da in den letzten Minuten jemand rein? Nein, niemand. Gib eine Fahndung raus. Männlich, mittelgroß, grauer Einweg-Overall. Er blutet stark. Mhm. Geh du an Funk. Trompeter, fahren Sie zur Wohnung von Marcel Richter. Wenn er eine Schnittwunde am Unterarm hat, nehmen Sie ihn fest. Und Böhmer soll zu Nimczyk fahren. Mach du die Teller, gell? Ja, Kim. Alles können wir nicht, Sir. Hallo? Was? Scheiße. Ja, geht's noch? Gern geschenk. Lau nicht so blöd. Er liegt hier mindestens seit 6 Stunden. Er war also schon tot, als Sie überfallen wurden. Das heißt, die beiden Kollegen standen die ganze Zeit unten vorm Haus, während er hier oben tot in der Wohnung lag. Ja, und während er getötet wurde. Na, großartig. Ja, die Kollegen, die können doch nichts dafür. Die waren doch auf ihn angesetzt. Die gingen davon aus, dass er der Täter ist und nicht das nächste Opfer. Vielleicht haben Sie den Mörder gesehen. Hier im Haus wohnen über 100 Leute, da geht ständig jemand rein und raus. Ja, Paul? Okay. Bringen Sie mit aufs Präsidium. Wo ist Ihr Verlobter? In Berlin. Bei einem Vorstellungsgespräch. Flugzeug, Auto, Zug? Geflogen. Wann? Heute Nachmittag. Kurz nachdem wir bei Ihnen waren. Frau Ross, wir wissen beide, dass er nicht in Berlin ist. Er ist in München. Markus will diesen Job. Er ist mit Sicherheit in Berlin. Gut, dann orten wir sein Handy. Können Sie mir seine Nummer geben? Es ist hier. Er hat's vergessen. Er hat sein Handy vergessen. In Ihrer Tasche. Was wissen Sie eigentlich über Markus Nemczyk? Genug. Er hat mir alles erzählt. Ach. Kennen Sie den? Nein. Wir sind ziemlich sicher, dass Ihr Verlobter den getötet hat. Das glaube ich nicht. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Er war im Gefängnis? Ja. Wir haben Briefe geschrieben. Später habe ich ihn besucht. Aber richtig kennen Sie ihn erst seit 4 Monaten, seit er draußen ist, nicht wahr? Frau Ross, Ihr Verlobter weiß, wie man Frauen manipuliert. Sie können mich jederzeit anrufen. Schönen Abend noch. Was macht ihr nochmal beruflich? Hausmeisterservice und Gebäudemanagement. Wenn es wirklich Nimczyk war, dann muss es eine Verbindung zwischen ihm und Richter gegeben haben. Das ist unwahrscheinlich. Die haben ja in unterschiedlichen Haftanstalten gesessen. Irgendeine Verbindung muss es geben. Aber das machen wir morgen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Heike. Nacht. Nacht. Hey, ihr zwei. Hey. Ihre Freundin hat Schluss gemacht. Ja, ich weiß. Und? So ist es okay. Sie liebt einfach nur ihren Mann. Du könntest wenigstens Entschuldigung sagen oder irgendwas. Tut mir leid, wirklich, aber... Du hast es ja gleich gewusst, ne? Mit Verheirateten kann es nur schief gehen. Sag mal, wie bist du denn drauf?
Mit ihrem Fred läuft's auch nicht so gut. Es hilft manchmal, wenn man jemandem die Schuld geben kann. Oh, oh ja. Guten Morgen. Ich habe die Verbindung. Nach dem Suizidversuch wurde Marcel Richter in die psychiatrische Klinik der JVA Straubing eingeliefert. 2 Monate lang. Und jetzt rat mal, wer zur gleichen Zeit auf der Station war. Wegen angeblichen Depressionen. Markus Nimczyk. Markus Nimczyk. Jetzt hilft ihm kein Alibi der Welt mehr. Die Streife, die Heike heute Morgen zum Frauenarzt gefahren hat, sagt, dass sie weg ist. Wie? Weg? Reingegangen und nicht mehr rausgekommen. Oh, scheiße, Paul. Ich komme sofort. Lanz? Hier ist Gabi Ross. Können wir reden? Das ist gerade nicht so gut. Es ist ja wichtig. Es geht um einen Verlobten. Wo sind Sie? Noch immer keine Spur von Heike? Die Verlobte von Nimczyk hat mich angerufen. Ich bin gerade zu ihr auf dem Weg nach Dagelfing. Sie betreut das Gebäude der Trabrennbahn. Vielleicht weiß sie was. Kommt her und bringt Verstärkung mit. Lassen Sie die Frau los. Leg die Waffe auf den Boden. Leg das Ding auf den Boden. Langsam. Mach schon. Und das? Handy. Leg's hin. Gut. Aber. Was haben Sie mit Heike Steinbeck gemacht? Du konzentrier dich mal lieber drauf, was ich gleich mit dir machen werde. Hat dir deine Freundin davon erzählt, wie es war? Freust du dich deshalb schon so drauf? Und sie soll zuschauen? Heike! Heike! Na los, zeig sie ihr. Sie haben Marcel Richter in der Psychiatrie von Straubing kennengelernt. Ich bin nicht verrückt, aber es ließ sich dort eben besser aushalten als im normalen Vollzug. Haben Sie damals schon beschlossen, mit ihm zusammenzuarbeiten? Bin ich blöd? Nein, er hat einfach nur zu viel geredet. Sie haben also seine Methode, Frauen zu vergewaltigen, einfach nur kopiert. Oh. Halt endlich die Schnauze, du blöde Fotze. Haben Sie wirklich geglaubt, dass Sie damit durchkommen? Und dann haben Sie ihn auch noch umgebracht, Sie Vollidiot! Er hat mich erpresst! Ich lass mich nicht erpressen. Tote funktionieren nicht besonders gut als Sündenbock. Diesmal kommen Sie aus dem Knast nicht wieder raus. Ist Ihnen doch hoffentlich klar, oder? Halt
die Schnauze. Das ist mir scheißegal. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Aber bevor ich weg bin vom Fenster, mach ich euch beide noch fertig. Thank you.